Während Jahrhunderten wurden Frauen im christlichen Europa als Werkzeuge, als natürliche Verbündete des Teufels angesehen. Sie wurden kriminalisiert und dämonisiert. Staatliche Gerichte haben mit dem Segen der Kirche unschuldige Menschen zum Tode verurteilt und hinrichten lassen. Wichtig ist die Botschaft auch für heute, dass es Menschenrechtsverletzungen, Justiz- und Behördenwillkür nach wie vor gibt und dass der heutige Papst noch Teufelsaustreibungen unterstützt.